Guten Morgen, heute ist Samstag, der 4. Dezember. Lukas hilft heute. Heute keine Schule ist, Gott sei Dank, gell? Mal. Können wir endlich mal zusammen öffnen. Wir sind voll gespannt. Ein Quitsch! Oh, schaut mal ihre Beule hier. Ist aber nicht was hat die Mama da drin? Aber nicht Mama macht sie gleich auf, okay? Wir gucken erstmal, was die Mama drin hat. Erstmal ein Bonbon. Oh, Schokolade, das geht immer. Noch eine Haarkur. Haarkur. Noch ein Bonbon. Ein Tee. Mhm. Und dann was? Süß. Ja. Das braucht man immer. Haarkur. Hallo. So süße Weihnachtsmänner. Oh, so viele Sachen. Freust du dich über dein Quetschi? Das macht so Spaß, so Türchen zu öffnen. Man freut sich wie ein kleines Kind. Ja, machen wir das auf. Bucke, bucke. Aufmachen. Okay. So, Sina ist jetzt auch wach. Badebombe. Halbkugel. Halbkugel. Die ganze hat nicht reingepasst. Süß. Also bis jetzt sind voll die süßen Sachen drin, gell? Ich färbe das Wasser. Zum Baden. Guck mal, sie will es gleich haben. Ja. Oh, ich freue mich schon auf die Sekte mal. Was groß ist bei mir. Noch 2 Tage. Siehst du, da kriege ich auch was zum Nikolaus. So, zum Frühstück gibt es heute mal Rührei mit Käselaugestangen. Hatten wir voll Lust drauf. Und der Roy arbeitet wie immer. Es regnet ganz, ganz doll. Naja, das ist der Samstag heute. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ein paar Sachen von oben runtergetragen. Ich wollte mir einen Kaffee machen. So, eine Flasche hier. Ich bin irgendwie so müde heute, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das liegt an dem Wetter. Es regnet seit heute Morgen, es hört gar nicht mehr auf. Das ist so ein richtiges, ja, müdes Wetter heute. Irgendwie werde ich heute nicht wach. Ich habe gestern noch meine Sendungen auf TLC angeguckt, diese unheimlichen. Das ist 22.15 Uhr, ist noch eine extra Sendung jetzt dazugekommen und die war voll unheimlich. Aber ich habe gut geschlafen. Gott sei Dank. Ja, ich will mir jetzt einen Kaffee machen. Spülmaschine. Oh, Spülmaschine ist fertig. Sehr gut. Perfekt. Was ist das? Pudding. Ja, genau. Also Roy arbeitet. Und heute ist Samstag. Und ja, wir bleiben zu Hause. Es regnet, wie gesagt. Wir haben nichts vor. Mal gucken. Vielleicht wird es ein langweiliger Vlog. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe schon was bereitgestellt für unser Mittagessen. Heute wollte ich türkischen Reis machen und Gemüse dazu. Ja. Sabine hat ihre Zeitungstour verschoben. Sie hat eine Straße gemacht und es hat so dolle angefangen zu regnen. Aber sie hat ja bis morgen Zeit, also von dem her. Morgen soll es nicht regnen, deswegen will sie dann morgen früh weitermachen. Hoffen wir mal, dass es dann wirklich auch nicht regnet, weil das ist, ja, Zeitung austragen im Regen ist echt blöd. Was ist das? Fleischsalat haben wir hier. Oh, okay. So. Wollte ich eigentlich verschenken, die Tassen, aber jetzt habe ich sie doch behalten. Leonie macht oben eine Party mit ihrer Tonybox. Die macht aber auf ganz laut. Hat sie jetzt gelernt. Na, Buttersch. Jetzt habe ich den Akku nicht gewechselt. Vergessen. Wo ist mein Baby? Oh, was machst du da? Oh, stellt mir den Kaffee ab. Hallo! Hallo!
gleich rausrennen. So ist gestern der Unfall passiert. Ich will schnell die Türe zumachen und die knallt gegen die Kante. Da sieht man's. Unterm Auge. Ich dachte schon, das Auge wird blau heute. Pass auf! Wir waren doch schon zweimal oben. Oh. Da sieht man's. Sag mal dein Aua. Wo ist dein Aua? Na doch. Die Strumpfhose. Süß. So. Es ist 13.11 Uhr. Ich habe meinen Kaffee immer noch nicht getrunken. Ich habe nämlich mit meinen Eltern telefoniert. Und dabei ist die Kleine in meinem Arm eingeschlafen. Und jetzt habe ich sie ins Bettchen gelegt. Sena guckt nach ihr. Also sie sitzt im Wohnzimmer, guckt aufs Handy und guckt nach der Kleinen. Und ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten. Genau. Ich wollte ja Gemüse machen mit Reis. Da habe ich hier noch ganz viel Zwiebeln und Gemüse. Und Tomaten werde ich noch reinschneiden. Frische. Weil ich ganz viele Tomaten noch habe. Nee, das meine ich nicht. War das hier oder war das hier? Blind. War das das? Also, das ist doch das. Was ist doch das hier? Gemüse mit Bohnen dabei. Genau. Ja, dann trinke ich meinen kalten Kaffee nebenbei und wechsle mal schnell den Akku. So, die Lauchzwiebel habe ich jetzt angebraten. Jetzt haben wir Gemüse dazu und hier der Reis, dann kommt hier Tomatenmark, die so süß, aber das lasse ich doch mal köcheln. Und ich habe mir überlegt, ja, Tomate schneide ich noch und ich habe noch Quark. Dann mache ich Tzatziki, einfach Quark und das, was ich da habe, Gurke habe ich zwar auch nicht da, mache ich halt ein bisschen Milch, meine Milch, ja, Knoblauch rein, genau. Ein bisschen Dill. Ja, unser kaputter Kühlschrank. Alles abgebrochen. Und wenn man wie verrückt zieht, dann brechen die Dinger ab. Ja. Ich nenne es jetzt einfach mal Möchtegern-Tzatziki. So, ich habe mir jetzt mein Essen schon mal drauf gemacht. Ich gehe jetzt mit meinem Essen hoch und dann schicke ich die Kinder runter. Dann kann ich wieder auf die Kleine aufpassen. Genau. Baby ist wach. Baby ist wach. Okay. Lukas hat sie runtergetragen. Mhm. Hm. Was ich gemacht habe. Oh. Extra Wurst. Ah. Hm. Warte, Baby ist noch kurz. Oh, Papa. Hallo, ba, 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 da, 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 Mama. Die nicht die Linse anfassen, Tipp. Schmeckt lecker, gell? Das schmeckt ja alles. Ich habe hier gerade überlegt, ich sitze ja hier und gucke so, ne? Und diese silberne Figur, die ist so richtig versteckt hier hinterm Baum. Deswegen dachte ich mir, ich stelle die jetzt da irgendwie dazu. Und was grün. Grün ist noch dazu. Ich dekoriere gleich um. Aber erstmal kriegt Mausi essen. Okay? Ja, ja. Ist lecker. Mm. Nom, 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 nom. Nicht im Mund, gell? Ja, mach mal weg. Mama ist auch doof, gell? Lässt den einfach da hängen. Jo. Weiter geht's? Ja. Licht aus, dann sieht's noch schöner aus. Warte. Jetzt. Wow! Das ist schon gut. Hm, bist du süß. Da haben wir den jetzt hingestellt. Hier passt er doch viel besser hin. Ein bisschen Grünzeug. Und da habe ich neue Batterien reingemacht überall. Häuschen. Und da. Hm. Mal Kerzen anmachen, ne? Ich habe irgendwie kein Feuerchen. Die
Bilder machen wir hier weg, aber ich habe hier kein Feuerzeug. Mein Feuerzeug ist weg. Ich kann mal keine Kerzen anmachen. Was machen? Selina fragt, aber die hat auch ein Feuerzeug. Wo ist mein Feuerzeug hin? Hm. Ah, hier. Hier ist es. Ja. Mal Kerze an, gell? So. Gut? Hier. Jetzt haben wir noch die Kerze hier angemacht. Sieht noch besser aus. Okay? So, jetzt brauchen wir kaltes Wasser. Dann ist fertig. Der frische Tee. Okay? Schmeckt dein Keks? Ja? Hast du eigentlich gesehen, was die Kleine mit deiner Schokolade macht? Was denn? Oh, was machst du? Die weiß schon, wie das geht. Sag mal! Will ich da ein bisschen warten? Ein bisschen warten, Schatz. Ja? Ja, ja. Ich hab grad die Spülmaschine aus. Oh, ja, die ist halt den ganzen Tag so. Nicht traurig sein. Ja, guck mal hier, bevor sie geschlafen hat. Nicht traurig. Schaut sie mal. Ja, komm mal her, komm. Ja, der Papa ist kein böser Papa. Der Papa mag nur nicht, wenn du dir so viel Schokolade isst. Weißt du, dann siehst du so aus wie ich. Ja? Das wollen wir ja doch nicht. Nicht, dass die Zuschauer jetzt denken, die kriegt Schokolade. Nein. Du hast andere Süßigkeit. Festhalten. Guck mal, deine Süßigkeit liegt da. Guck. Wir versuchen schon so wenig wie möglich. Ja, bitte eine Banane essen. Ja, komm, wir essen eine Banane zusammen. Komm, die letzte. Das ist besser. Letzte ist für dich, okay? Okay, mach ich rein. Guck mal, das ist am leckersten, wenn sie so kleine braune Flecken hat. Oh. Und jetzt. Mittlerweile 5:30. Ich mache jetzt die Rollos hier runter. Ich sag's euch, ich freue mich so auf mein Bett heute. Ich bin so kaputt müde. Ja, irgendwie, weiß nicht. Ja, vielleicht schreibt ihr mir, dass ihr auch so müde wart am Samstag. Vielleicht liegt es wirklich am Wetter. Ja, ich wollte mich von euch verabschieden, ihr Lieben. Morgen ist ja Sonntag. Morgen nehme ich euch, wenn was ist, bei Instagram wieder mit. Und Montag gibt es dann wieder ein Food Haul. Genau, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Kommt ja jeden Tag ein Video. Tschüss.